Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer Folge Red Dead Redemption 2. Ja, warum Red Dead Redemption 2 und nicht Farming, Kirby Space Program wie sonst? Weil ich aktuell noch an der Folge 100 arbeite, beziehungsweise das Videoprojekt fertig machen muss und ich muss morgen noch Videoteile aufnehmen und alles, und damit die Folge hoffentlich mit Donnerstag rauskommen kann. Donnerstag, dass die am Donnerstag rauskommen kann, muss ich halt dementsprechend noch ein bisschen was produzieren und herstellen und schneiden und cutten und schauen, dass die Folge gut wird. Denn ich will eine relativ coole Folge draus machen. Und deswegen habe ich beschlossen, wir tun halt anstatt von Kirby Space Program heute, weil ihr sonst ja ein bisschen geleakt werdet, was schon passiert ist, tun wir eine Runde Red Dead Redemption spielen. Ich habe das Spiel seit langem nicht mehr wirklich gezockt. Und ich habe mir gedacht, komm, eine Runde zocke ich das jetzt mal wieder. Was habe ich denn jetzt genannt? Doppelläufige. Ich will mir einen Revolver, weil da oben ist was zum Essen und ich würde gerne ein bisschen was zu essen mitnehmen. Wie können wir schleichen? Bogen habe ich nicht mit, ne? Bin ich da? Bin ich da? Du siehst mich nicht. Fuck, jetzt sehe ich ihn nicht. Wollte schon sagen, wenn der jetzt nicht umfällt, dann stimmt hier irgendwas in dieser Spielmechanik nicht. So, was haben wir denn da Schönes? Das war echt ein glatter Headshot. Oh, ein Weißwedelhirschbock. Wir nehmen den mit. Aufheben. Und auf das Pferdchen. Und, epa! So. Let's go. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht so viel Red Dead Redemption eigentlich zocke. Ich finde das Spiel eigentlich vom Grundkonzept mega geil. Ich finde bloß, beim Multiplayer gibt es einige Sachen, die ich nicht so toll finde. Was, sagen wir mal, mir auch dezent auf den Senkel geht, wie dass man halt zum Beispiel keine Kutschen verkaufen kann, was halt doch ein bisschen Geldeinnahmen sind. Und dass man halt im Online-Modus halt auch viel diese Goldcoins eigentlich ausgeben muss, was halt ganz schön nervig ist, wenn es darum geht, gescheit zu spielen, weil du halt doch teilweise echt Geld investieren musst, gefühlt, wenn du nicht viel Zeit hast, wie ich meistens. Ich habe halt nicht jeden Tag, keine Ahnung, gefühlt 50 Stunden Zeit. Ja, es gibt 24 Stunden pro Tag. Es geht halt nur um die... wie steht? Entschuldigung! Ich habe gedacht, mit F... Bleib hier! Stopp! Nee! Du hast mein Pferd dabei. Ganz ruhig, Junge. Es tut mir leid. Das war nicht beabsichtigt. Ich habe aus Versehen eine falsche Taste gedrückt. Ich war oft zum Interagieren in den Spielen, die ich in letzter Zeit gezockt habe. Das war nicht so geplant. Hoppala. So eine kleine Streichleinheit für den dicken Jungen hier, ne? So, ja. So, wie zum Fick steige ich nochmal auf? Ich hab's bloß vergessen. E? Ah, E. Fuck, das war hier wieder E, nicht F. Okay, und jetzt würde ich gerne mal schnell... Karte. Würde ich gerne mal... Wo bin ich überhaupt schon wieder? An irgendeiner verbotenen Grenze. Nach Hause und... Was ist das? Ist das Home? Horschel Hope. Genau, da will ich hin. Denn ich würde gerne das nach Hause bringen, um ein bisschen unsere Stockage, unser Stockage aufzu... Klippe! Um unseren Vorrat ein bisschen aufzufüllen. Denn ich glaube nicht mehr, dass... Ich laufe in die richtige Richtung. Was macht meine Anzeige da? Denn ich brauche einfach ein bisschen mehr in meinem Stock, damit das alles besser läuft. Ich will einfach meine Kolonien nicht wirklich sterben lassen. Deswegen reiten wir jetzt hier über die wilden Lande der Prärie, um dieses Weißbock hier Gedöns nach Hause zu bringen. Da sind noch ein paar mehr. Wo sind ein paar andere Sachen? Hallo, guck mal, was ich da hab. Das ist eine fette Rauchsäule. Jetzt bin ich mal gespannt, bin es schlecht? Ich hab vergessen, bestimmt. Und unten ist ein Zelt. Warte mal kurz, mein Freund. Güter ausrauben wäre nie eine schlechte Sache. Habe ich ein Fernglas oder irgendwas in der Art?
Wurfmesser, Tomahawk, eine Lampe zum Nahkampf. Ihr habt Ideen. Da liegt ein Pferd, warum soll ich ein Pferd erschießen? Können wir mal vorbeireiten. Komm, wir reiten mal vorbei. Wir haben ja nichts zu verlieren. Leg die Waffe weg. Oh, ich hatte gedacht, ich hätte mal einen Bogen gehabt. Irgendwie so einen Bogen auch weg. Oh, warte mal. Das wäre eine blöde Idee gewesen, Herr Luther. Was hatte ich denn jetzt schon wieder vor? Mit F? Ich darf nicht auf F drücken. Ich trau dir nicht ganz. Du bist weird. William. Arthur. You familiar with the study of plants, my friend? Familiar ain't quite the word I'd use. Er schaut ein bisschen aus, als ob der Crack verkaufen würde. This great earth beneath our feet can provide everything man ever needs. But we've only reached a tiny bit of its potential. You see, there are thousands, maybe millions of plants all across this vast country we share. The mountains, the plains, the swamps. I mean to explore them all. To know all of nature's bounty and all of her wonder, if I can. Sure. But I'm only one man. Would you consider helping me with gathering herbs for my studies? Why? Knowledge, kindness, Wissen. Beauty. Well, I'm ignorant, ugly, and nasty. Well, let's see if maybe we can do something about that. I'll see. Es schaut auf jeden Fall wesentlich besser aus wie ich, also so. I'm looking for a plant called yarrow. You can distinguish it by its red flowers. It shouldn't be too hard to find. They thrive out in the open under direct sunlight. Alter, rote Blumen suchen. Jetzt wird's aber langsam los. Scharf. Das ist ja weiter wieder schief gegangen. Oh, rote Blümchen. Wenn ich die finde, dann sage ich dir Bescheid, mein Junge. Hier nicht. Ich hab schon wieder einen Namen vergessen. Vorsichtig, Bursche, da müssen wir jetzt runter. Ganz vorsichtig hier, ne? Hättet ihr nicht einfach erschießen können? Oh, ich werde begleitet. Guck mal. Hui. Ein rotes. Ich schaue jetzt die ganze Zeit, ob ich eine rote Blume finde, aber ich bin zu blöd, um eine rote Blume zu erkennen. Rote Blume! Rote Blume, rote Blume, rote Blume! Wir riechen langsamer! Hallo! Easy. Ah! STRG und Shift. Vergessen. Da scheint aber eine Schafgabe zu sein. Sammeln und untersuchen. Schafgabe. 1 von 6, Yosushi. Essen? Hier ist doch keine Schafgabe. Ich glaube, das wäre eine schlechte Idee. Also, ich denke halt, das ist eine schlechte Idee, ja. Du hast die Kräuterherausforderung freigeschaltet. Sieh in deinem Protokoll noch, um weitere Informationen zu halten. Ich will eigentlich doch nur Essen nach Hause bringen. Alter, was passiert mit meinem Mantel? Ich glaube, ich habe die Physik auseinandergesetzt. Schaut euch an, der ist flach. Der ist einfach dauerhaft flach geworden. Ach, hier kommt schon ein kleiner Zug. Gut, versteckt haben wir uns schon nicht. Fliegt beinahe schon in unseren eigenen Abgrund rein hier. Ich komme nach Hause.
Schlimme ist, ich bin WSD für links-rechts gewohnt und der tut halt dann einfach komplett 90 Grad wechseln. Essen ist gut, Versorgung und Munition ist kacke. Pferd anbinden. Und andocken. Rück. So, warte mal. Nice, Arthur. That'll keep us fed for days. Genau, deswegen bin ich hier. Wir haben zwar eh gut Essen, wie es ausschaut, aber genug Essen auf Lager zu haben, ist nie eine schlechte Idee. Spenden. Für die Herstellung spenden. Ich bin ein guter Mensch. Okay, let's take a look. Ja, was ist denn das? Habe ich Bar 261? Gab es hier nicht irgendwo eine Mission auch? Hallo, good sir. Look out, old man. Ach komm, einen kleinen Beitrag leisten wir, wenn wir so viel Kohle gerade auf der Bank haben, ne? Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Geld habe. Gegenstand mit einem Geld spenden. Betrag erhöhen. Ich spende ganze 20 Dollar. Kling! Ich habe meinen Beitrag geleistet. Weiß gar nicht, wo tue ich denn die Munition sonst leisten? Waffenkoffer? Ich hab Waffenkoffer. Plymouth Revolver, Schrotflint. Abgesägte Vampir. Auf dem Rücken tragen? Auf der Schulter tragen. Geil, ich hab doch solche Scheiße. Da kann ich doch viel besser mit jagen. So. Ja? In the tropics, you'll freeze to death dressed like that. We saw black water. There's Pinkertons everywhere. So no getting in? I don't think so. Not for now, anyway. Not for now, anyway. So, komm, wir versuchen nochmal irgendwas zu jagen mit dem Bogen. Das ist bloß die Frage, habe ich Munition für den Schrecksbogen? Vor allem, wo finde ich was? Ich brauche wieder was so schön Großes. Irgendwas, was ich mit dem Bogen, wo ich richtig viel Punkte für kriege, weil dann kriegst du am meisten Kohle dafür. Ja. Je mehr Punkte, desto besser. Oh, warte. Ich vergesse. Genau, das hatte ich vor. Aber schön, dass du... Nee, was hast du denn jetzt gemacht? Hey! Mach den Bogen. Dann lass die Pfeile. Also sowas kann ich nicht schießen, ohne dass irgendwas schief läuft. Was sehen wir, die kleinen Ährchen da? Sind das Wölfe? Kojoten. Beweg dich doch nicht, wenn ich schieße, mein Junge. Wie kann ich abbrechen? Wie kann ich abbrechen? Nein. Ich hab
Doch, hiervon sind die schon weitergezogen. Alter Pferdchen. Hier waren noch irgendwo vorhin Tiere. Warte mal, stopp. Da sind mehrere Pflanzen. Untersuchen und sammeln. Pflanze. Wir sammeln jetzt einfach alles, was wir an Pflanzen finden. Wilde... Das sind Möhren. Cool. Ich habe eigentlich gedacht, weil wir die Schafgabe noch haben, geben wir noch schnell die Schafgabe ab. Auf dem Weg finden wir vielleicht dann noch das dementsprechende Zeug, was wir benötigen. Schauen wir mal. Komm da, ich schaffe. Du trägst bereits maximal Anzahl. Alter, leck mich doch im Sack. Let's go, boy. Hey, ich bin jetzt nicht darauf vorbereitet. Entschuldigung. Entschuldigung, mein Junge. Alles gut. Das war jetzt irgendwie unerwartet. Also zum Glück habe ich es repetiert, weil ich gegeben habe. Ich werde so marschspielen sonst. Kümmern wir uns erstmal um unser Pferd. Alles gut. Hey. Ja. Komm, ein Karottchen tut jedem Pferdchen gut. Ja, da nimm die Karotte. So, ich muss mal den kurz untersuchen, weil der hat die ersten interessanten Sachen dabei. Repetiermunition. Das ist eine. Abgegriffene, ich habe eine Repetier, aber Repetier kann man ja plündern. Auf jeden Fall mal plündern. Was hat denn der Schick ist dabei? $2. Mhm. Kann ich meine aktuelle Waffe auf Pferd? Schau mal. Na schön, jetzt ist die auf dem Pferd gelagert. Perfekt, dann kann ich wieder die da mitnehmen und verkaufen. Repetierkarabiner. Ich lasse mein Pferd mal da stehen. Mein Spiel hängt. Spiel rebooten. Hopsi. Everything changes.